Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft, mein Name ist Christian und ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal Modbox einen, ja, ich würde eher sagen Oldtimer, Youngtimer, International, die 86er Serie vor. Dieser Traktor wird uns zur Verfügung gestellt von dem Autor bzw. von dem Modder Julian F. Modding und er selber schreibt in seiner Mod-Beschreibung, dass dieser Mod für PC und für Mac als auch für Xbox One und PlayStation 4 zur Verfügung steht. Also auch unsere Freunde der Konsole, auch ihr könnt euch freuen, der Traktor ist auch für euch. So. Schauen wir uns ein gutes Stück mal an. Fangen wir erstmal an. Gehen wir mal in den Shop. In den Shop findest du mittelgroße Traktoren. Natürlich ganz hinten, wie gewohnt. Für 24.000 ohne Anschaffung. Mit standardmäßig 35 km/h Maximalgeschwindigkeit und 95 PS. So, was wir ändern können, ist die Hauptfarbe in Rot oder in IRC Rot und IRC Weiß. Ne? Aber ihr seht, dann wäre komplett rot. Wir lassen mal so ein bisschen in dem Weißton. Ne? Ihr seht hier, diese Teile ändern sich dann. Dann gibt es Reifenhersteller. Es gibt einmal hier vorne zwei Two-Wheel Drives, dann Four-Wheel Drives, das ist halt komplett genau die beiden Möglichkeiten gibt es. So kennt man es dann normal, aber ich fand das halt irgendwie nostalgischer. Dann gibt es halt, wie gesagt, die Reifen ein bisschen rausgestellter, Doppelbereifung, Breitreifen oder halt normal. Kabinenausstattung ist schwarz beliert, ist so, oder halt Red Edition ist es rot, Western, also eher so ein Braunton. Das ist so die Möglichkeiten, die wir innen haben. Auspuff, das ist Standard. Da gibt es einmal ein Edelstahlrohr, ein kurzes Edelstahlrohr oder halt ja, oder wieder Standard. Motorausführung haben wir jetzt hier 95 PS mit dem 886er. Dann gibt es den 986 mit 117 PS, den 1086 mit 146 PS, den 1486 mit 162 PS, den 1000 und den 1586 mit 179 PS. Das sind so die Motorvarianten, die wir nutzen können. Ja. In-game sieht das Ganze schön natürlich so aus. Ich habe jetzt nicht allzu viel verändert, habe den größten Motor drin, Breitreifen genommen. Aber ich fand die Reifen ganz schön, weil was anderes ist. Was wir noch vergessen haben, das möchte ich euch natürlich nicht unterschlagen. Moment. Ist die Anbauten. Ne? In der Motorstation gibt es die Anbauten einmal ein Gewicht in verschiedenen Großen oder halt einen also für einen Konsolenanbau für einen Frontlader, ne? Dass ihr auch einen Frontlader nutzen könnt. Ja, qualitativ von der vom Design her ist es super. Es gibt halt nichts, was verschwommen ist. Ne? Also, das passt soweit. Ist sonst klar alles lesbar. Wir steigen mal ein. Auch von innen, ihr seht, wie es halt früher war, ohne große, nicht kein Display, nichts. Es ist halt noch Young oder Oldtimer. Wir machen mal Licht an. Ihr seht auch innen drin beleuchtet. Wir starten mal den Motor, hört mal hin. Hat, ich bin mir nicht ganz sicher, einen eigenen Sound. Das könnte aber auch ein Standard-Sound sein. Bin mir nicht ganz sicher, aber wir sehen trotzdem eine kleine digitale Anzeige. Also sagen wir mal, erst ein Youngtimer als ein Oldtimer. Ihr seht, der Fahrer ist voll animiert. Die Lampen funktionieren, Warnblinkanlage funktioniert. Blinker links, Blinker rechts. Hupen tut er auch. Ja. Ja, mehr kann man zu dem Fahrzeug gar nicht sagen, würde ich überhaupt. Ne? Der Fahrer ist animiert. Auch die Pedalen seht. Ne, Pedalen sind nicht. Doch, Pedalen sind auch animiert. Lenkrad, Gangschaltung ist aktiviert. Also ist animiert, nicht aktiviert. Sorry. Ja. Gut. Mehr gibt es diesem Mod gar nicht zu sagen. Außer, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt so in die Kommentare, wie ihr den findet. Ob ihr nutzen wollen würdet oder nicht. Gerade für so ja, Youngtimer Ultra Projekte wahrscheinlich ideal. In diesem Sinne verabschiede ich von euch. Hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin raus, euer Christian von der Modbox. Ciao.